Also wir haben hier eine super Anlage, super Trainingsmöglichkeiten. Wir haben 8 Hindernisse, die wir fahren können. Wir haben einen riesen Platz zum Fahren, wo wir im Sommer immer 4 Ecker aufgebaut haben oder auch mal einen Kegelparcours. Dann haben wir zusätzlich noch unseren Sandplatz, den wir gerade im Winter viel nutzen. Unsere jungen Pferde, die können hier bei uns auf der Anlage alles lernen. Wir haben Wasserhindernisse, dass sie das direkt lernen können. Vater-Tochter ist immer so eine Sache. Als Träger dann zu fungieren, ist meistens sehr schwer. Ich gucke auf sie, ich gucke auch gerne zu, wie sie trainiert. Aber rein als Trainer holen wir uns oder hole ich lieber jemand von außerhalb. Ja, das ist mit Sicherheit die Formel 1. Bei einem höheren Level gibt es nicht viel Vierspanner, das ist ja die höchste Klasse und der Unterschied jetzt von Ein- und Zweispanner, gerade im Fahrsport und Vierspanner, ist schon enorm. In Aachen in den Start zu gehen, der Moment, wenn du ins Stadion einfährst vor den ganzen Zuschauern. Ich glaube, wir haben auf keinem Turnier so viele Zuschauer wie in Aachen, gerade auch im Marathon. Es ist einfach sensationell, da in den Start zu gehen. Und natürlich ist man in Aachen aufgeregter als auf anderen kleineren Turnieren. Ja, einfach Aachen ist ein Phänomen, weil auch das ganze Medieninteresse, Zuschauerinteresse, wenn wir Dressur, wenn wir Kegel fahren, sind enorm viele Zuschauer da. Da ist eine ganz andere Spannung dahinter. Für uns, das Highlight vom ganzen Jahr ist für uns in Aachen zu fahren. Für uns war es dieses Jahr, dass wir beide an den Start gehen durften. Ja, ganz was Besonderes. Ich denke, ich bin seit 1990 in jedem Jahr in Aachen am Start gewesen. Aachen ist das Wichtigste im ganzen Jahr und da freut sich das ganze Team drauf. Und das ist einfach einmalig und ist zu nichts zu toppen und wir freuen uns jedes Jahr wieder auf Aachen.